So. Ups. Mache trotzdem mal hier mit Treppe hin, weil ich keinen Bock immer zu springen, das ist mir zu nervig, ganz ehrlich, das ist so ätzend. Ich kann das überhaupt nicht ab. Und das war die einfachste Variante immer. Wenn man keinen Bock auf Treppen bauen hat und wenn man nur kurz dahin geht, ist ja auch in Ordnung, aber wenn man ein bisschen länger irgendwo bleibt, kann man sich auch mal Treppen machen. Ne? Man muss ja nicht die ganze Zeit so fast doof, ne? Das war jetzt doofi. Da kommt sie nämlich hin. So. Sicher mal es nach links ab, ne? Nach dort holt man absichern ein bisschen. Oder? Ja, sicher, sicher, komm. Brauchen ja nicht unnötig unser Leben riskieren. Ich kenne mich dazu gut. So, dann machen wir auch hier mal eine Fackel drauf. Wenn es heller wird. Und dann haben wir hier dieses Mimi-Scheit, wie es komische Ding hieß. Was macht der denn hier? Warum blubbert denn? Ach, da ist ein Kristall wieder. Der verstärkt uns ja wieder. Supi. Sollte da keine Treppe gegenkommen. Dann sind wir schon hier. Das kann auch bleiben. Ups, zack. Die nehmen wir mit. Machen hier ein Steinchen hin und noch ein Steinchen hin. Hey, Fledermaus, nerv mich nicht. Siehst du, da war schon zu viel. So, dahin. Jetzt können wir hier abernten. Dann brauchen wir uns keinen Mining. Das war clever. Das war außerordentlich clever. Brauchen wir uns keinen Mining-Tunnel machen. So, für die Leute, die jetzt Vizibis noch nie gespielt haben und jetzt diese komische grüne Hacke hier sehen. Die Hacke ist wie eine Diamanthacke. Und zwar kann sie alles abbauen, bis auf Obsidian und eventuell ein, zwei Sachen aus dem Vizibis-Mod, aber das weiß ich nicht, das würde ich jetzt lügen. Und hat eine Haltbarkeit, ich glaube, ein Drittel von einer Diamanthacke. Das heißt, Diamanthacke ist noch besser. Aber zum billigeren Craften und zum effektiven oder zum rein, was es reichen tut, ist halt eine Smaragdgrüne oder wie so hier diese Rubine da oder Saphir. Da reichen die vollkommen aus, da braucht man nichts anderes mitnehmen. Wäre halt verschenktes Material. In meinen Augen. Kann ja jeder handhaben, wie er möchte. Und Eisen können wir halt, da ist mal eine Frame angebrochen. Jemand kann halt für bessere Sachen gebrauchen und Eisen eben halt auch. Kann man halt für diese ganzen Mods gut benutzen. So, mal irgendwann hier eine Fackel hin. So, wenn wir die ganze Kohle abbauen hier. Der Song ist ja auch schon weltberühmt. Hier noch wieder der Sänger von diesem Lied, der es erfunden hat. Der hat ja auf YouTube viel gemacht. Respekt. Und steckt ja auch bei ihm mittlerweile richtig, 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 richtig Herzblut hinter, muss man einfach sagen. Der ist einfach, hat einfach erreicht, wenn man so möchte, ne? Und ist auch für viele Menschen ein Vorbild. Kann man nicht anders sagen. Und ist mir persönlich sympathischer als ein echter Promi. In dem Sinne, weil, wenn man ihn kann man auch anfassen und er wird nur noch bodenständig. Verdient natürlich auch nicht wie ein Promi, aber trotzdem ist er in der Öffentlichkeit, zeigt er da auch in der Facecam immer mehr sein Gesicht. Man konnte ihn ja schon früher sehen, hat sich ja nie versteckt so wirklich. Und ja, finde ich gut. Finde ich echt geil. Und der tut da, wenn ich noch richtig informiert bin, beziehungsweise ich habe ja schon lange nicht mehr seine Videos geschaut oder in die Richtung, tut er noch seine Firma leiten, die er vorher damals hatte. Er hat ja früher schon eine Firma gehabt. Ich glaube, Play Massive hieße. Und da wird er auch weiterhin aktiv sein. Was ich gut finde. Tut sich also nicht nur auf YouTube beschränken. Und dann macht er auch noch hier das mit meinem Video. Einfach nur, ja, ist richtig Arbeit geworden, ne? Es ist Tag und Nacht nur noch Präsenz mit Videos und ja, online. Einfach nur geil. So, bauen wir es mal hier hoch. Aber mein erwünschtes Erz noch nicht gefunden. Hier ist Opal. Kann man mitnehmen. Oh, jetzt kriegen wir die Geschwindigkeit wieder.
Letztens hat man Jump Boost, also blau gibt Geschwindigkeit, grün ist Jump Boost. Da würde ich mal sagen, rot gibt Stärke. Was gibt's denn noch? Bin da gar nicht so vertraut drin. Das Eisen halt nehmen. Zack. Das ist hier Gold. Ja, schön. Nehmen wir auch mit. Aber nur ein Block. Mich verarschen. Wir brauchen mehr Gold. So, die beiden. Nach unten liegen ist auch nicht schlau. Weil könnte Lava unter sein, ne? Ja, noch relativ hoch. Also, dass wir jetzt hier Lava treffen würden, würde mich überraschen. Was kann ich mit dieser komischen Essenz hier machen? Nein, wo sie herbekommen, will ich nicht wissen. Damit machen kann ich nichts. Meine Weak Essenz. Mhm. Infusion Stone. Dann noch Infused Coal. Stimmt einfach nur. Ja, daraus machen. Daraus wird es mal größer, immer größer, immer größer. Und da kann man was Zieht's machen. Kann man Diamanten züchten, oder wie? Okay, nicht schlecht. Coole Sache. Da kann man das ja auch automatisieren. Kann man Diamanten farmen. Geil. So, unsere Steinspitzhacke lässt auch gleich. Wobei, noch drei Erze abbauen. Und dann ist es auch weg. Mach ein bisschen Licht mehr rein. Gibt's hier auch mal einen Mobs? Gar kein Mobs gesehen bis jetzt, ja. Auf der Karte sehe ich viele, oder das vor das Creeper-Nest. Macht mir leicht Angst. Hier mal einen Granit wegmachen. Aber warum gibt's denn hier keine Zombies? Und Skelette? Weil so gut ist es ja gar nicht ausgeleuchtet. Vor allem da hinten, wo die ganzen Fledermäuse sind, so, da könnten doch schon längst welche spawnen. Dann mache ich auch mal Licht rein. Man muss ja nicht unbedingt heraus Feuerresistenz, nicht schlecht. Rauszögern. Oder raus provozieren. Zögern ist ein böses Wort. Provozieren ist besser. Mal die Wänden hochgucken, ob wir dieses komische Zertus-Erz sehen. Was ist denn da? Ich glaube, das ist es nicht. Wir gucken mal, wie das Erz aussieht. Zertus, das habe ich vergessen. Ah, auf den Stein mit ein paar Dingern drinne. So fast alles. Also das ist schon mal nicht. Dann gehen wir ein bisschen weiter. Guck mal, da hinten mal kurz die Wand hoch. Aber dann hier Aluminium nehmen wir auch mal mit. In die Kohle kommen wir gerade nicht ran. Das brauchen wir auch nicht unbedingt. Hier ist Dings mal mit. Das ist Marble, ne? Quarz. Okay, Quarz machen wir mit. Dann brauchen wir nicht in die Hölle gehen. Haha. Falls wir irgendwas Weißes bauen wollen. Sieht mal gar nicht so schlecht aus mich hier in den Texture Pack. Kann aber schon so einige Sachen mitbauen. Und wir werden viel bauen. Habe ich jetzt zumindest vorgenommen. Oh, und da geht's auch weiter. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Jawohl. Was haben wir denn jetzt hier? So. Mal so 40 mitnehmen. Noch 12 Stück. Das sollte erstmal fürs Erste reichen. Erstmal fürs Erste. Hm? Interessant. Meine Wortwahl heute. So, das ist ein Eisen. Und da unten der Kupfer. Das Kupfer haben wir auch recht mit. Hat man ja gesehen, braucht man in Massen für die ganzen Kabel. Also allein für die ganzen Kabel. Da muss man auch die ganzen Circuits rausmachen. Und aus diesen Circuits dann wieder Maschinen rauszubauen. Ich weiß nicht, ob das diesmal auch so schlimm ist wie damals. Und dass hier ein bisschen weniger ist oder anders ist. Weiß ich gar nicht. Und dann wäre ich auch mal interessant zu wissen, ob man hier auf den Mond reisen kann. Es gibt auch irgendwelche Mods, da kann man zum Mond reisen und dann geht es auch zum Himmel zu reisen. Ich weiß nicht, ob das hier auch alles inbegriffen ist. Oder ob es hier gar nicht drin ist in dem Spiel. Also in dem Spiel hier in dem Modpack. Jawohl! Olivenerz. Dann können wir ein paar Dings machen. So, falls 3, da falls 4. Du hast 4 Stück mal 5 bekommen. Nicht schlecht, okay. Haben sie geändert. Haben sie geändert. So, mal Abdings machen da, so, zack. Mal Aluminium mitnehmen. Unter Wasseratmung ist schon irgendwo ein Kristall hinter. Geil, geil, geil. Das finde ich echt cool, mit diesen Effekten nebenbei zu kriegen. Die Frage ist, kriegen die Mobs auch die Effekte? Ich glaube ja, weil die Fledermaus hat ja auch so komisch geleuchtet, ne? Es könnte also
man Pech hat, wirklich zum Nachteil werden. So, Kupfer mitnehmen. Das gewünschte Erz aber auch nicht. Salpetererz, okay. Zinn. Zinn brauchen wir auch. Dann gehen wir, glaube ich, mal auf Ebene 12. Vielleicht haben wir da mehr Glück mit unseren Erzen, die wir haben wollen. Salpetererz. Wie können wir das denn gebrauchen? Würde mir so spontan nichts einfallen, wozu man das irgendwie brauchen könnte. So, na, haben wir alles, haben wir alles. Das war auch wieder mit. Wozu das hier war. Das sieht fast aus wie dieses, wie hieß denn das damals? Was man nicht schmelzen konnte. Und auch für nichts gebrauchen konnte. Wie hieß denn das komische Erz? Nicht Sochorium. Wie hieß denn das? Fällt mir nicht ein. Fällt mir wirklich nicht ein. Scheiße, wie hieß das? Muss ich mal gucken. Vielleicht mal eine Folge raussuchen, wo das mal vorkam. Was Kohle, lass mal Kohle sein. Werden wir uns später mit Tod schmeißen können, wahrscheinlich. Wenn mal unsere Turtles aktiv sind. Essenz, oh. Tschüss, was ist das denn für eine Kacke? Nichts, was man bestimmt gebrauchen kann. Aber nur wieder ein Stone zum Bauen. Edelrite, oh. Okay. Big Reactors Mod. Wird dafür genutzt werden, wofür auch immer. Egal, Hauptsache wir haben es, ne? Das ist irgendwo ein Creeper, laut Minimap. Wenn ich ihn nicht sehe, das finde ich auch ganz geil, dass man wenigstens so ein bisschen, ja, ein bisschen vorsichtig agieren kann. Man sieht auf der Karte, ah, da ist ein Creeper. Mal vielleicht, und Slime. Mal vielleicht doch nicht ganz so schnell voranpirschen. Da hast du mir einen Slime dafür. Schleimball, hui. Silbererz, Silber ist geil. Silber brauchen wir. Blei, wohl. Also wir hätten gerade auf jeden Fall Erze, die wir brauchen können. So ist ja nicht. Aber das, was ich wirklich hier suche die ganze Zeit, damit wir mal anfangen können zu mazerieren, das finde ich gerade nicht. Uncool. Echt uncool. Da oben ist Bernstein, glaube ich. Resistenz, ja, mehr Rüstung. Yay. Da oben ist es auch nicht. Hier irgendwo auch nicht. Ich könnte ja mal googeln, wo die Scheiße am häufigsten da vorkommt, ne? Was haben wir denn da für einen Stein? Hallo? Ahmed! Mach mal Mehmet! Na, und das will ich haben. Mein Erz will ich haben, auf jeden Fall. Komme ich da rüber? Guck mich nicht so an, hab doch gar nichts getan, dass du immer so aggressiv sein musst, Ahmed. Unglaublich, da ist unser komisches Erz wieder. Ach, das ist Opal. Hat er schon mal gehabt. Ich erinnere mich, haben wir auch schon gefarmt.